Die Revitalisierung einer Burgruine scheint für Laien ein nie endendes Projekt zu sein. Doch vergleicht man das Bauwerk heute mit seinem Zustand vor 4 Jahren, so hat sich wahrlich viel verändert. Dächer wurden gemacht, Mauern aufgestellt, Bögen restauriert und der 35 Meter hohe Turm hat alle seine Zinnen wieder. So wird behutsam daran gearbeitet, den einstigen Zustand wieder sichtbar zu machen. Wir versuchen hier eine Ruine zu erhalten. Das heißt also, wir möchten hier kein Disneyland und kein Disney World aufbauen, sondern wir versuchen den Ist-Zustand, den man jetzt sieht, hier zu konservieren. Ab dem 11. Jahrhundert diente die Burg verschiedensten Herrscherhäusern als Behausung. Sie wurde nie von Feinden eingenommen. Heute gibt es hier verschiedenste Veranstaltungen, obwohl die Restaurierung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Die Heilige Messe wird dort gefeiert, ist sehr romantisch. Und dann wird ein Ritterlager gemacht mit den Kindern. Die Kinder schlafen hier auch, wir gehen am Abend her, wird ein Feuer gemacht und dann wird auf Matratzen hier gelagert und dann gegrillt und so weiter. Und dann natürlich taucht auch ab und zu die weiße Frau auf. Demnächst wird mit der Errichtung des mittelalterlichen Burggartens begonnen. Mit Salbei, Lavendel, Minze, Hirtentascherln und alten Rosenarten. Die Hauptsache ist, dass diese Pflanzen damals in der damaligen Zeit immer irgendwas gedient haben. Also entweder waren sie für Heilung, irgendeine Nutzung gesetzt oder eben für Symbolik, für religiöse Meditationen gesetzt. Die Burgruine Krems ist ein Beispiel dafür, wie sich eine verfallene Burgruine zu einem Veranstaltungszentrum entwickelt, ohne dass dabei die alte Bausubstanz beeinträchtigt wird.